Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Rise of Kingdoms verschluckt. Okay. Ich habe es wie immer schon heruntergeladen und ich habe meinen alten Account. Auch wie fast immer. Und wir werden jetzt erstmal die ganzen roten Punkte hier durchgehen. Die nerven. Immer diese roten Punkte. Ist ja widerlich. Warum macht man sowas? Da ist ein roter Punkt, okay. Da ist ein roter Punkt, okay. Ist immer noch ein roter Punkt da? Wo ist denn hier noch ein roter Punkt? Ah, hier. Für 99 Cent. So. Oh, da kommen wieder rote Punkte. Das gibt's doch nicht. Bin ich eigentlich noch in der Gilde? Ich glaube, ich habe meine eigene Gilde gemacht, ne? Ein Bündnis? Ne, ich habe nicht meine eigene gemacht. Beitreten? Oder? Da. Halt. Nee. German? Suchen? Ne. Ich dachte eigentlich, ich hätte ja schon ein Bündnis gemacht. So, so, so. Was ist das da? Einmal gratis mischen. Brauchen wir erstmal nicht. Da ist die 1. Die 1 wollen wir bloß her. Da ist eine 6. Noch was? Ah, da ist noch was. Okay. War nur ein neuer Preis gewesen. Komm, wir machen Bündnis. Bündnis erstellen. Bündnis. Oh, wie teuer ist denn das? Habe ich. Ich habe 1800. 4 Zeichen. Batak, die German bestätigen. BDJ gibt es noch nicht. Der Bündnisname ist. Da. Ach, was ist denn das jetzt hier? Hab eine Einladung gekriegt, deswegen werde ich hier unterbrochen beim Erstellen. Nochmal von neu. Großes B, kleines D, großes J. Batak die German. Bestätigen. Mein Bündnisname ist Batak die German. Bestätigen. Just for fun. Bestätigen. Jeder kann teilnehmen. Deutschsprachig. Erstellen. Oh, das Wappen müssen wir noch ändern. Ich habe hier schon mal was erstellt. Bin mir ganz sicher. Das kommt mir so bekannt vor. Löwe. Nein. Das sieht cool aus.
Kenne ich doch irgendwoher das Zeichen. Ich glaube, wir nehmen den Fuchs. Das ist weiß. Das ist auf Hort. Bestätigen. Und bezahlen. Bestätigen. Okay. Jetzt bin ich in der Gilde Patakti German. So, dann holen wir erstmal die Dailies ab. Jetzt erst die Dailies abholen. Vorher, das waren normale, ne? Ja, normale Queste. Weiter geht's mit der Kampagne. Expedition. Da fehlt mir noch ein Stern. Schaffe ich die? Ich denke nicht. Oh, schau. Komm, starten wir. So, dann müssen wir die drei besiegen. Am besten ist natürlich, wenn wir die irgendwie kaputt kriegen. Ah, ziehen. Oh, die Zeit läuft. Stimmt, ich habe nur 2 Minuten Zeit. Deswegen habe ich nur. Ah. Oh, gleich direkt Vollangriff. Oh, die sind schon tot. Ich habe noch Centurio. Und Caesar habe ich noch. Ah ne, Centurio war mein Gegner. Wieder mit 2 Sternen. Ich habe 60 Sekunden Zeit dafür. Deswegen. Erstmal da oben gucken. Hier bestätigen. Komm, wir probieren es nochmal. Jetzt sieht gleich direkt Vollangriff. 60 Sekunden habe ich Zeit. Das müsste ich doch schaffen. Ich nehme einen Schluck Kaffee, das dauert ja ein bisschen. Lecker. Erste Down. Zweite Down. Und weiter geht's. 20 Sekunden habe ich noch. Jawohl. 3 Sterne. Ach du Sonne. Gehen wir gleich zum nächsten Kampfführer. Starten wir. Schauen wir mal, ist ja nur einer. Oh, 10 Minuten schon vorbei. So, mein Kampf ist jetzt auch schon leer. 3 Sterne, oh, das läuft. Es läuft. Starten wir. Ich hätte 2 mitnehmen können. Egal. Diesen Apparati, promet pugnare.
schafft auch alleine. Wenn nicht, können wir es gleich nochmal probieren mit zwei. Wieder unter einer Minute. Heute ist ein guter Tag. Da, jetzt mal das zweite mit. Bright. Einheiten. Dann müssen wir hier ein paar wegnehmen. Das sind 3000. Machen wir daraus 2000. Hat der andere. 1200, 400, die Hälfte. Hier machen wir 600. Und hier machen wir 400. Right. Les Arabes ne doivent jamais capturer ne serait-ce qu'un centimètre des terres des Francs. Ok. Du greifst da an, du greifst da an. Und er ist arm dran, aber schafft er. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Warte mal, machen wir erst den hier, geht den weiteren Weg. Dann den. Franzose und ein Römer. Sieg. Das ist doch gut. Und gleich den nächsten Kampf hinterher. Durch die Wälder. Je suis le marteau des Francs. Das werde ich glaube ich nicht schaffen. Je suis le marteau des Francs. Als diesen Reparati come pugnare. So, I missed. Zwei Sterne. Okay, dann endet das hier an dieser Stelle mit dieser Kampagne, mit der Expedition besser gesagt. Wir machen schnell die anderen roten Punkte weg. Da ist einer. Okay, hier fünf Kommandanten. Oh, einen neuen.
zusammenrufen. Ich halte durch für mein Volk. Auch Königin von Sizilien. Eine Deutsche. Na gut. Was habe ich hier? Kalender. Beanspruchen. Ah, die ganzen News anschauen. Ich bin da schon verimpft. Das. Achso, warte mal. Eins, zwei, drei. Bitte schön. Weiter geht's. Okay. Und da noch einmal. Und jetzt haben wir hier den Gegenstand. Diamanten. Wow. Gut, dann werden wir jetzt an die Tagesquest gehen. Hier ist noch. Wo ist denn da Sunny? Achso, zählt nicht, wenn die Leute da sterben bei der Expedition. Aber erstmal nicht. Oh, was ist das? Bestimmt nur Nachrichten. Ja. Gut. Da haben wir noch was. Beanspruchen. Wie kann ich denn das beanspruchen? Egal. Wir wollten nämlich jetzt die Dailies machen. Besiege einen Barbarentrupp auf der Karte. Suche Level 1. Da. Angriff. Und los geht's. Soll ich den angreifen? Dann habe ich mein kleines Reich hier. Das wäre dann das Gestrichelte hier. Wird alles zu mir gehören. Habe ich den nicht angegriffen gerade? Bene. Wie heißt diesen Neparati Prome Pugnare? Was ist der Unterschied? Keine Ahnung. Der Speer. Erfolgreich Bündnis ausgesperrt. Stadt hat eine BD49 Bündnisflagge. Es sind keine Kommando in der Stadt. Das ist doch schön. Komm. Wir greifen mal an. Ist ja keiner drin. Da kann ja auch nichts passieren. Außer dass vielleicht später dann. Was muss ich haben? Nochmal. Ich grenze doch an das Gebiet. Ich bin noch drinne, warum kann ich nicht einnehmen? Na ja, dann gehen wir weiter. Zack, beanspruchen. Oh, beanspruchen. Sammelt 10.000
Was soll ich sammeln? Ich denke, das ist damit gemeint, ne? Der Sammler. 10.000. Hier steht Holz, hier steht Stein. Dann wird das hier das Essen sein. Wir gehen sammeln 10.000. Nur 10.000. Traglas 50.000. Naja. Naja. Warte mal. So bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Oder? Oder sind die schneller? Nein. Okay, die schon mal sammeln. Deli. Holz. It is so easy to sin and so hard to do good. Auch 10.000. Kiss me, Guinevere. One last time. Und dann haben wir noch Steine. 7.500. Kann ich nicht mehr. Ich kann nur zwei Märsche machen. Gut, dann überspringen wir das. Schwert des Königs, rekrutiere Infanterie, 200 Stück. Immer nur 150. Ich muss den ausbauen. Beschleunigen wir das Ganze mal. 1 Minute. Einmal noch beschleunigen. 1 Minute. Komm schon. 200, perfekt. So, hier haben wir jetzt 150. Brauche ich denn da auch 200? Da bin ich gerade bei. Bogen 200. Auch. Aufwerten, ausrüsten. Irgendwie so. 15 Minuten. 1 Minute. Ein bisschen warten. 30 Sekunden. Dum, 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 dum. Eine Forschung. Eine Stunde. Ach, das geht noch gar nicht. Bündnishilfe fertig. Okay, gerade fertig geworden. Hat ja gepasst. Auch 200. Ich denke mal bei denen auch. 200. Pferde 200. Ja, war ja klar. Warum sollte es auch anders sein? Und dann gehen wir nochmal hier beim Rekrutieren rein. Einmal öffnen. Bestätigen.
Ich habe noch 5 Silberschlüssel, aber die machen wir jetzt nicht. Wir haben noch hier andere Sachen erstmal zu tun. 1, 0. Okay. 200, perfekt. War ja klar. Pferde. Drei Banditentruppen besiegen. Sind noch unterwegs. Okay, ich muss noch 38 Einheiten heilen. Helfe andere Dörfer. Ja, das kann ich sowieso vergessen. Da ist noch von der anderen Gilde, in der ich drin war, die mich ja rausgeschmissen hat. Warum nur? Ich war da nur einen Monat nicht online. Oder länger. Eigenartiges Schicksal. Was ist das? 4 Silbertruhen öffnen. Na gut. 3, nein, 2, 3, 4. Fertig. Und dann haben wir noch. Nutze 5 Ressourcengegenstände. Okay, mit denen habe ich letztes Mal ausprobiert, hat ja nicht geklappt. Auch schon Ressourcengegenstände. Ja, und die Truhen zählen auch als Ressourcen. Das ist ja cool, aber die Diamanten nicht. Naja, was soll's. Es ist eines zurückgekommen. Dann kann ich doch jetzt zu den Barbaren angreifen. Angriff. Neue Truppe. Beanspruchen. Da kommt der andere zurück. Schön. Gut. Dann haben wir jetzt. Jetzt wird es stressig hier. Wow. Ist falsch. Hier muss ich hin. Ein Barbar noch angreifen, heilen muss ich danach. 15 Einheiten verletzt, okay. Gut. Der ist jetzt auch da. Dann werden wir jetzt, ich denke mal, einen Barbaren Level 2 angreifen. Damit ich ein paar mehr Verletzte habe. Greif an, alles an. Verletzt ein paar von meinen Leuten, bitte. Julius Caesar hat gewonnen, ja. War doch klar. Okay, das reicht. Müsste doch gereicht haben, oder nicht? Nein, 9 Einheiten noch. Da bin ich bei. Steine, Steine. Habe ich in Steine gesehen? Da, Steine. Sammeln. Neue Truppe. Ich glaube, 7500 waren das bei Stein. Gehen wir nur mit Krieger hin. Ja.
Weil mit dem wird es dann... Ah, okay. Der nimmt immer die Geschwindigkeit an von den Land von der langsamsten Truppe. Gut zu wissen. One last time. Ja. Dann. Da sind vorbei. Die drei sind vorbei. Leute heilen. Ich muss nochmal einen Angriff machen. Leute helfen kann ich nicht. Nutze einen Schubgegenstand. Einen. Für Nahrung? Ja, sicher. Nahrung fehlt mir am meisten. Und wieder was. Super. Heilen. Anderen helfen geht nicht. Nutze einen Holzschub. Na gut, das war halt noch ein Holzschub. Und bestimmt noch Steinschub auch noch. Na sicher. Schübe gibt es glaube ich jetzt nicht mehr, oder? Ich bin jetzt fertig mit Sammeln. Behalte mal den erstmal im Hinterkopf. Mit Sammeln. Fünf Wissenskomponente. Wir fangen mit den Schwächsten an. Das ist der hier. Fünf Stück. Eins. Loyalty, Order, Sacrifice, Honor. Zwei. Once a soldier, always a soldier. Drei. Von da gibt's ein Video. Darauf gehen. Vier. Und Nummer 5. Level 7. Jetzt habe ich noch 2 Level 1er. Also das Video habe ich noch nicht gesehen. Ach, müssen wir downloaden? Nee. Video. Und die hat auch ein Video. Warte mal. Hab ich auch noch nicht gesehen? Der ist für die Verteidigung zuständig. Okay. Talent. Okay. Was macht die Vielseitigkeit? Bogenschütze. Ich musste erstmal wissen, was ich mit den anderen gemacht habe. Talent. Mit denen habe ich Angriff gemacht, Caesar. Talent. Mit denen habe ich Verteidigung gemacht. Mit der habe ich Sammeln gemacht. Erstmal nur auf Getreide. Unterstützung. Verteidigung, Unterstützung, Angriff und Sammeln. Dann mache ich mit der jetzt Bogenschütze habe ich noch nicht. Und da sie ja sowieso einen Bogen trägt, passt es ja. Einen habe ich noch frei. Erhöht den normalen Angriffsschaden. Okay. Wenn ich von den Kommandanten angefordert habe.
Ist auch gut. Mit der Gesundheit der Bogenschützen. Ja, okay. Ist zusätzlich 3% Schaden. Ist auch gut. Aber ich würde mal sagen, das ist am besten. Ist zwar nur 0,5, aber ist die ganze Zeit halt mehr Schaden. Das ist nur, wenn die Leute da sind bei denen. Gesundheit, ja. Gut, dann hier zurück. Und was haben wir bei denen hier? Talente. Vielseitigkeit. Auch Farm. Okay. Dann kommt die jetzt dran. Eingliederung, Fähigkeiten oder Sammeln. Also er ist Krieg, Verteidigung, Unterstützerin. Sammeln hat ja auch keine Waffen in der Hand. Also, was ist ja? Die ist Bogenschützin. Der ist auch Sammler gewesen. Warte mal. Auch Bogenschützen. The Legion awaits your command. Das ist ein Sammler, auf jeden Fall. Das wird ein Sammler bei mir. Gold sammeln. War? War is just a bigger, better game. Oh. Kavallerie. The Legion awaits your command. Hey there, wanna play a game? Ach, was nimmt die für Bogenschützen? Ach, die hat schon. Habe ich zwei Bogenschützen. Was ist der? Angriff. Komm, du kriegst Infanterie. Deine Axt. Wahrscheinlich überlegen, ob ich ihm vielleicht Vielseitigkeit gebe. Aber machen wir Angriff. Sie ist Schurken. Rote Waffe. Ah, kriegt er drei. Mir fehlt da einer. Okay, okay. Talente. Kavallerie. Sie wird später auch irgendwie Sammlerin oder sowas, obwohl sie jetzt ein Schwert in der Hand. Der wird später Verteidigung werden. Hat bestimmt Verteidigung, oder? Oh, Führung hat er. Ich mag scheitern, aber ich gebe niemals auf. Okay, kein Problem. Dann geht's weiter. Oh, wir kommen der letzten Truhe immer näher. Ich muss jetzt, also die sind noch im Gange. Ich muss noch 9 Leute heilen. Helfen geht nicht. Oh, ich kann nur noch die Wander machen. Kaufen von uns 5 Gegenstände. Okay. Einkaufen. 5 Gegenstände. 1, 2, 3. Ja. Hm, 9.005. Auch gut, ja. Ich habe 30.000 Erz verkauft und kriege 50.000 Holz.
So kann man aus mehr, aus wenig mehr machen. Ja, okay. Komm her. Damit ich den Sammelschub kriege. Oh, es fehlt noch. Wie viel fehlt noch? 2 Punkte. Hier kriege ich 2 Punkte. Boah, das passt genau. Das passt doch ganz genau. Schau mal, was ist hier? Bestätigen. Gut, dann machen wir einen Angriff gegen... Wer ist denn hier schwach? Ist hier ein Schwacher irgendwo? Schaffe ich den Reiner? Okay, ich muss einen Siemer besiegen. Angriff. Neue Truppe. So, das sind meine letzten 2 Punkte gleich. Dann schicke ich die noch einmal Getreidefarmen. Weil ich habe ja den Schub für Getreide, deswegen. Jetzt stellen wir ein paar Leute mehr. Hätte ich voll machen sollen. Ach, locker. Das schaffe ich. Besiegt. Jawohl. Und das heißt, ich habe meine Dailies heute fertig. Nicht alle, aber nur so viel, wie ich brauche. So, hier. 3 Sekunden. Na, Einstellung. Da gehe ich jetzt nicht rein. Und da. Die 100er Truhe habe ich. Schön. Und da bin ich hingegangen. Dauert noch ein paar Minuten. Und das werde ich nicht fertig kriegen. So, dann habe ich jetzt alles. Komm, machen wir hier auch 20 Minuten. Welches Gebäude ist am besten zum Bauen? Was schlägt er mir vor? Ach, hier gibt es nichts mit Vorschlagen. Da muss ich mal gucken. Sägewerk. Getreide, Sägewerk kann ich ausbauen. Was war das hier? Minuten. Was dauert denn hier am längsten? Ich glaube, das ist das, was am längsten dauert. Dann nehmen wir das. Und wir werden noch einmal Leute losschicken zum Sammeln. Da bin ich. Meine ganzen Armee. Technologie. Einmal spenden. Das sind 200 Punkte. Das dauert ja eine Ewigkeit, wenn man allein in der Gilde ist. Statt hat er. Oh.
Okay, bestätigen. Dann haben wir hier nochmal zwei rote Punkte. Sonstiges. Eine Truhe. Und ein Schlüssel. Hier habe ich nochmal einen roten Punkt. Und hier haben wir nochmal einen roten Punkt. Und hier haben wir wieder zwei rote Punkte. Und das war's. Gut, das war's für heute. Spiel verlassen, bestätigen. Tagesziel erfüllt. Ging eigentlich ganz schnell. Ich glaube 40 Minuten bestimmt waren das gewesen. So, jetzt hole ich noch mein Ticket ab und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.